herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich habe ja letztens erwähnt, dass ich eine Sniper-Solo-Runde gespielt habe. Und diese Solo-Runde war gar nicht so für YouTube geplant. Deswegen habe ich in dieser Runde kaum geredet. Und um dem Ganzen so ein bisschen vorzubeugen, dass ihr nicht irgendwie 30 Minuten Langeweile habt, hat die Sonja und ich auf dieses Video reagiert. Das heißt, ich habe meine Kamera ausgeblendet und wir haben uns das Ganze nochmal angeguckt und haben im Hintergrund gequatscht. Ich hoffe, das Format gefällt euch so ein bisschen, denn ich habe noch 2, 3 Videos, die ich so aufgenommen habe. Ansonsten muss ich sie in den Papierkorb schmeißen, wenn ihr das richtig blöd fandet. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Solo-Sniper-Runde. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Die Map ist nicht clear. Da habe ich noch gedacht, okay, das nimmst du auf und dann redest du viel. Und irgendwann habe ich dann, ist mir die Sprache verschlagen. Keine Ahnung. Ja. Da war ich dann so konzentriert auch. Ach, das war mitten in der Nacht, deswegen habe ich gesagt, die Map ist nicht clear. Da weiß ich gar nicht mehr, wo ich hingegangen bin. Ich weiß gar nicht, wann das war. Kannst dir gerade gar nicht sagen. Irgendwann in den letzten 2 Monaten. Ja. Hast du jetzt überhaupt schon auf der Map geschaut? Ja, eben gerade. Ja, hab ich gar nicht mitgekriegt. Das anderes Gebiet. Genau, da hat's im anderen Gebiet geschossen. Das war hinter mir. Das ist halt das Gute an Giftmuni, da musst du ihn halt, brauchst du ihn nur irgendwo anschießen, das Pferd, dann ist es tot. Das stimmt. So, allein solo würde ich halt immer Gift und Fächern mitnehmen. Ja, ja. Ja, habe ich den Boss dann gefunden? Ich weiß gar nicht, ob ich getrappt habe, ich glaube schon. Ah, sowas muss ich halt eigentlich direkt nach der Aufnahme machen, sowas reacten, wenn ich nicht viel geredet habe. Weil ich weiß tatsächlich gar nichts. Für mich ist das auch komplett Neuland gerade. Ja, schwierig dann. Wieso habe ich da nicht getrappt? Das kannst nur du dir selbst beantworten. Ich meine, ich habe Traps dabei gehabt. Weiß auch nicht mehr. Vielleicht. Weiß auch nicht, was ich davor hatte. Vielleicht hast du gedacht gehabt, dass die anderen da direkt drüber kommen vom anderen Gebiet. Nee, ich glaub nicht. Das ist da, wo es geschossen hat. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich auch. Oder hat der Pleppi geleuchtet? Nee, der Pleppi nicht, der Clou. Da weiß ich noch, da habe ich mir gedacht, jetzt musst du schnell weg, dass der nicht mehr leuchtet. Weil sonst verrate ich mich. Ja, ja. Oh, da waren sie schon.
Da habe ich noch gedacht, jetzt schießt du am besten nicht, sonst verrätst du dich. Ja. Das wäre dumm gewesen, da zu schießen. Pass auf, gleich schieße ich wahrscheinlich. Die Anspannung in deinem Gesicht. Der Weste. Jetzt im Nachhinein würde ich die tatsächlich die Silencer nehmen, wird schießen. Ja, weil wir da nicht weiß, woher. Ja. Da habe ich noch gedacht, jetzt ist der tot, das ist bestimmt der zweite, den sie erschossen haben. Jetzt gehen die dahin looten und dann erschieße ich den dreckig beim Looten. Und da war es dann aus mit dem Glauben, weil da dachte ich, okay, da muss noch einer sein. Ah, guck mal, die gehen zu ihm. Schön. Da wollte ich halt unter keinen Umständen, dass der seinen Mate aufhebt. Hätte er eigentlich Dreck machen müssen. Ja. Hat er auch. Ich höre zwei Mann. Meine ich. Oder? Bin unsicher. Ich höre die gar nicht steppen Doch, da gerade. sind sie zu zweit. Schade, das wäre so ein Ja. geiler Moment gewesen. Da habe ich mich noch geärgert, hast du gehört? Ja, Fuck, habe ich fuck. gesagt. Forked ist der andere Boss. Ich ärgere mich immer noch so ein bisschen, warum ich habe ich denn da unten keine Fallen hingestellt? Vielleicht, weil du die Schüsse schon aus Upper gehört hattest und wohl schnell gucken gehen Ja, wolltest. aber trotzdem, die Fallen wären halt schon wichtig. Hab ich glaube, ich habe welche dabei gehabt. Ich habe eigentlich immer welche dabei. Ich habe ihn gehört. Unten. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, den habe ich da in dem Moment nicht gesehen. Ne, dafür hast du einen anderen angesehen. Ja. Aber das war ein anderes Team, ne? Glaub schon, ja. Ach, guck mal, ich hatte zwei Stickies dabei. Der Grund war, weil ich dachte, der Server ist clear. Ja, aber Fallen hast du trotzdem dabei Ja. gehabt.
Vor allen Dingen hätte es jetzt immer noch Zeit gehabt, nochmal zurückzugehen und zu trappen. Ja. Ärgert mich, hätte es machen müssen. Das war ein Querschläger. Da ist einer durch eine Falle gelaufen. Nee, ich glaube, der hat geworfen. Schönheit. Da habe ich gedacht, ich habe was gehört, aber das war die Hive. Ja, habe ich auch erst gedacht. Bounty sitzt noch in Forked. Ja. Ich wusste safe, da ist noch einer, aber ich hatte keinen Plan, wo der war. Naja, klar. Wenn einer geschossen hat, ist der andere ja nach rechts weggelaufen. Ja. Der macht Stacheldraht weg. Ist eigentlich auch fies. Ach, das ist, guck, das ist der. Aus dem ersten Ja. Team. Ist eigentlich mega fies, oder? Ich warte nur, bis der den aufhebt jetzt. Ja. Aber was willst du machen? Ich meine, du willst ja keine Freunde machen in der Hand. Eben. Ist halt ein Safe Kill, wenn er dann hebt, ne? Ja. Da die Herzprobleme. Mega fies. Er wird am Fluchen sein. Naja. Puh, ich glaube, das war's. Sind wir ganz schön die Pumpe gegangen. Die Anspannung hat man ja angesehen. Und da liegt der. Der Krokodilsmann fehlt mir halt noch. Dass man nicht ein Fehler war.
Na, ja, der Krokoman fehlt. Da auch kein Schuss oder so mehr gehört. Ich brauche einen Wagen. Oberhalb von Dings ist ein Wagen. Das ist aber auch krass, dass die Bounty da so ewig drin hockt, ne? Ja. 2, 4, 6, mit dir 7, 8, 9. Also gut beschäftigt, die Bounty. Maximal 3 Leute. Ja. Das weiß ich noch, da habe ich mich gewundert, dass da nichts passiert beim Compound, beim Boss-Compound. War nicht auch ein Sniper gesessen? Solo-Sniper. Ich weiß gar nicht, warum ich unbedingt einen Wagen wollte. Raid? Ne, hast du. Hab ich. Muni? Ne, ist auch noch was voll. Oh. Ach, den zweiten, ja. Jo, 4 von 4, ja. Aber schnell. Jetzt habe ich nicht kapiert, was die Bounty da gemacht hat. Jetzt sind sie raus. Die kommen. Ich habe, also es ist für mich immer noch unverständlich. Mhm. Du hast so lange gesessen, bis einer kommt und dann sind sie dem hinterher. Ja. Ich mir, oh, jetzt bist du am Arsch. Das Schlimme war, ich habe ja meine Dings weggelegt. Die Nagan Silencer, ja, mit der du ganz gut fächern kannst. Ja. Da haben sie mich gejagt jetzt. Ja. Die waren beim Wagen. Jetzt laufen sie wieder. Wie leise du redest, wenn du für dich zurück. Ja. Da habe ich mich noch geärgert, dass ich keine Ausdauerspritze mitgenommen habe. Für solche Fälle. Jetzt gehen die wieder zurück zum Compound. Okay. Ja, keine Ahnung, was die gemacht haben. Das war ultra komisch. Oh, eine Kasse. Hab ich, glaube ich, gar nicht gesehen, oder? Doch. Okay, jetzt sind sie wieder im Compound. Mega strange. So, als wenn sie mich streamsnipen würden. Dabei habe ich gar nicht gestreamt. Jetzt laufen sie.
Oh. Kein Blick. Ich hatte voll die Panik. Ja. Ich war null da. Ich habe null damit gerechnet, dass sie dann so schnell ja. umkehren. Und ich habe auch gedacht, scheiße, jetzt hast du nichts für Nahkampf. Was machst du denn jetzt? Ja. Da vor lauter Panik noch abgerutscht da. Sind sie wieder weggelaufen. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Die sehen doch, dass du alleine bist. Ja. Man darf nicht pushen. Na gut, die wissen ja auch nicht, welche Waffe ich habe. Ja gut, du hast doch gerade geschossen. Naja, aber... war der Sheriff und sein Kumpel, glaube ich. Na, das Reptil hat gefehlt. Mhm. Habe ich mir auch gedacht, wie viel Sicht haben die denn? Ja, aber Schönheit. Danke. Ich habe immer noch meine Fallen. Ich könnte mich echt aufregen über mich selber. Ich glaube, ich hätte in der Situation die erstmal gelassen, weil dann hätte vielleicht einen Ausgang dann erstmal vertrappt. Ja, ich wollte die eigentlich auch. Ich dachte, die laufen weiter, aber dann auf einmal standen sie ja da in dieser kleinen Hütte. Scheiße, die kommen. Die waren halt echt geil auf mich. Ja. Jetzt ärgere ich mich umso mehr noch, dass ich keine Fallen gestellt habe. Das macht mich wahnsinnig gerade. Ich hätte so, ja, ich hätte so geil trappen können da unten beim anderen Boss. Gerade den Ausgang da unten auch. Ja. Aber vielleicht hat die Bounty gedacht gehabt, du gehörst so der Bounty unten, dass du halt die aufhalten wolltest und der andere macht in der Zeit schon mal der Boss. Mhm. Normalerweise würde ich jetzt zu Ash reingehen, aber da ich keine Nahkampfwaffe hatte, wusste ich, das macht keinen Sinn. Na, dachte ich mir, scheiße, musste weg. Na gut, dass du da 4 von 4 hattest, ne, den zweiten Perk. Ja.
Das war der reinste Spießrutenlauf einfach. Ja. Da habe ich schon Rennen gehört. Kann selbst nicht glauben. Nee. Mich so geärgert. Alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Bounty nimmt auch nicht auf. Da habe ich mir noch gedacht, jetzt haut doch endlich ab, dann kann ich wenigstens noch runter zur Bounty. Aber dann war ich so weit oben, dann ging natürlich nichts mehr. Ja, ja, klar. Jetzt habe ich mir noch gedacht, scheißegal, jetzt musst du die aufhalten, wenn die rausgehen. Irgendwie ja. Musst du die aufhalten. Die ging mir jetzt so auf die Nerven, dass du jetzt irgendwas machen musst. Und dass man nicht nach hinten losgeht. Vor allem wundere ich mich, dass die unten nicht aufgenommen haben. Ja. Jetzt. Ah. Schade. Da habe ich null gerafft, dass ich mich ja selbst wiederbeleben kann. Da kommen sie wieder. Na klar, wollten noch schnell looten, ne? Ja. Da hatte ich Panik, das weiß ich noch. Oh ja, scheiße, jetzt nur weg hier. Haben die das nicht gesehen, dass du aufgestanden bist? Hast du gehört? Ich hab's vergessen. Mhm. Was hast du gesagt? Haben die nicht gesehen, dass du wieder aufgestanden bist? Ich glaub nicht. Die suchen dich da. Mhm. Das ist halt das Gute am Necro, ne? Also wenn du weit weg bist und Sniper, dann hast du halt so viele Chancen, Solo-Necro, dich wieder zu heben. Aber wenn du mit der Pumpe irgendwie das machst, ist es halt eigentlich sinnfrei. Weil du dann direkt was auf dich gestellt bekommst. Jetzt habe ich gesehen, okay, jetzt gehen sie wieder zum Boot, jetzt musst du wieder mal gucken. Ich wollte es aber auch nicht sein lassen. Ich wollte ihn nicht entkommen lassen. Schön. Der ist tot. Jo. So, und jetzt habe ich gedacht, jetzt musst du ran. Jetzt kriegst du den letzten auch noch. Guck mal, ich bin nicht mal voll geheilt. Mhm. Ja, das ist ein Riesenfehler. Das war sauknapp. Shit.
Ach Mann, ey, ist das ärgerlich. Die hören das, dieses Blob, das müsste halt weg, Ja, ne? Das hören die jetzt ja. halt. Wenn es nicht blobt, wissen die, okay, der ist noch drin. Huch, da ist Flip. Fallen gestellt. Na, jetzt ist vorbei. Ja. Die wollen auf Nummer sicher Ja, gehen. die haben alles vollgestellt. Aber an sich trotzdem schön gespielt. Danke. Ja, ich könnte mich immer noch ärgern, dass ich da keine Fallen gestellt habe. Ich habe tatsächlich gedacht, die Map ist clear. Ich bin da irgendwann mitten in der Nacht drauf. Ah, ich habe eine Runde davor noch gespielt und da war die Map clear. Und deswegen hatte ich auch zwei Stickies dabei. Und habe dann zwei Bosse gemacht und bin dann rausgegangen. Da dachte ich mir, oh geil, ein bisschen Geld farmen, das ist cool. Und dann bin ich die Runde rein. Und da war natürlich komplett voll. Das war ganz, ganz komisch. Und dass ich keine Fallen gestellt habe, keine Ahnung. Ich habe ja Schüsse gehört, aber irgendwie habe ich trotzdem nicht dran gedacht, da Fallen zu stellen. Vor allen Dingen, weil da noch ein anderes Team kam und hat da unten den Boss gemacht. Sehr, sehr ärgerlich. Dass die mich da auch gejagt haben, habe ich auch nicht verstanden, wieso die seit, also wirklich Ewigkeiten in diesem Compound gesessen haben. Die saßen ja bei Forked bestimmt, keine Ahnung, 10, 15 Minuten und haben sich nicht bewegt. Vielleicht war da noch irgendwo ein anderer Sniper. Vielleicht die, die den Boss unten gemacht haben, haben die belagert und dann sind sie weggelaufen und dann kam halt ich und mir sind sie hinterher. Das weiß man alles nicht. Dafür wäre halt eine Heatmap sensationell. Ich hoffe, sowas kommt irgendwann mal. Letztens war der Community Manager von Hunt bei mir im Stream und hat mich verschiedene Sachen gefragt, was ich denn ändern würde in Hunt. Dann habe ich einmal gesagt, wäre geil, wenn man die Bounty ablegen könnte. Wenn man dazu Bock hat, oder dass es eine Heatmap gibt. Und das wäre halt wirklich grandios, wenn sowas kommen würde. Beides würde ich sehr, sehr feiern. Bounty ablegen, richtig, richtig gut. Heatmap auch sensationell. Ja, ich hoffe, die kleine Solo-Runde hat euch gefallen. War jetzt nicht so mega actionreich, aber das sind Solo-Runden auch nicht immer, dass du da 1000 Kills machst. Klar, kann es passieren. Ich habe aber gegen Duos gespielt und da ist es ja auch ein bisschen schwieriger, weil du halt aufpassen musst. Da kann überall irgendwo ein anderes Team sitzen. Im Duo habe ich das meistens, dass es mindestens ein Sniper-Team gibt und die vermiesen mir dann den Spaß. Die versalzen mir dann die Suppe, wollte ich eigentlich sagen. Ja, ich hoffe, die kleine Runde hat euch gefallen. Denkt daran, dass ich heute Mittag ab 14 Uhr auf Twitch wieder online bin. Livestreaming, Jan, Quatsch, nicht Jan, um Gottes Willen, 1049.de, wie hier auf YouTube heiße ich dort. Da gibt es auch ein kleines Giveaway heute. Ihr könnt entweder 10 € Steam-Guthaben, 10 € Xbox-Guthaben oder 10 € PlayStation-Guthaben gewinnen. Einfach mit Hashtag Giveaway in meinem Stream-Chat und dann seid ihr dabei. Oh Gott, wir haben sehr, sehr spät. Ich habe tatsächlich vorhin so ein bisschen geschlafen und jetzt ist es schon kurz nach 23 Uhr. Und jetzt muss ich noch das Video schneiden. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich noch das Video hochladen muss, ein Thumbnail machen muss und so weiter und so weiter. Deswegen wünsche ich euch jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns ab 14 Uhr auf Twitch oder morgen 9:30 Uhr nächstes YouTube-Video. Haut rein, tschüss.